Hier ist kein Licht. Ich habe noch Seelaternen, ich brauche noch ein paar Seelaternen. So, oh, warte mal, dieses Loch muss ich noch dicht machen, nicht, dass sie rauskommen. So. Und hier drinnen werde ich meine Hühnerfarm wieder anlegen. Oder eine Kuhfarm? Ich weiß noch nicht. Sagen, Kuh ist besser. Ja, ich habe aber keine Kühe. Ja gut, ich habe auch keine Hühner, ne? Du kannst dir, wer ist das? In der Farmwelt kannst du dir solche Sachen kaufen. Ich hab daran gedacht. Nur Kuhspawner, ja, für irgendwie Kuhn 64. Kuhspawn Egg, cool. Kuhspawn Egg. Wie teuer? Einer Mensch schreibt ja auf Japanisch. Das heißt, ich bin cool, natürlich. Mute. Punchy down. Ja, was hat das? Alle Männer haben uns gerade gesagt, dass er ein Down-Syndrom hat. Punchy down. Und schon wieder. Ja, dieser Minus-Dude, wie ist der Typ? Der ist weg. Ja, du hast ihn ja auch gemutet. Du bist so fett. Er wollte doch nur YouTube, er wollte nur Werbung für seinen YouTube-Kanal machen. Ja. Das geht halt gar nicht, finde ich. Alter. Schlimm. Ja, ich sag das halt immer wieder und wieder, weil das ist halt immer nervig. Mich kotzt es auch mal an bei YouTubern, bei größeren, wenn die immer sagen, hier, schaut auf den Kanal vorbei. Ich meine, wenn ich da vorbeischaue, dann mache ich das selber von alleine. Brauchst du mich ja dauernd sagen, alle 5 Minuten oder so ein Scheiß. AFK. Cobblestone Underman, Alter. Lass es einfach, okay? Ich baue Leute ein. Also, ich gerade meinen Underman versucht. Das ist schon geil, oder? Geile Zeichen sind so. Da steht halt nix. Du schreibst ein und dasselbe Zeichen? Ah ne, ist ein anderer, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist alles nur eins dasselbe Zeichen. Hey, was der Gott. Bonchi Dong. So, Kevin, ich komme dich jetzt mal besuchen. Du wohntest rechts von mir. Warte, oh, Underman, sein Loch ist immer noch hier, Alter. Underman, stopf das scheiß Loch, was du hier mal gebaut hast. Der Tür. Ich bin gerade am Spawn. Gut, ich komme zu dir. Jetzt will er mir alles klauen. Komm ich so. Wo ist mein Spawner? Hab ich auch gebaut. Ne, ich muss leveln, dann kann ich meine Beine. Ich habe mir jetzt zwei. Dia-Spitzhacken gecraftet, weil ich will jetzt leveln und dann verzaubern und dann mal gucken, was ich bekomme. Alter, mein Geld geht so schnell. Obwohl. Kevin, wo bist du? Ich bin gerade beim Spawn, ich laufe jetzt an deinem. Ich bin hinter dir. Ich bin auf dem unsichtbaren Pferd. Nein, ich seh's. Dein Cape flackert aber ganz schön durch die Luft, wenn ich das so sagen darf. Keine Ahnung, ich hab's der. Sieht aus, als ob ich dir gleich das Knick brechen würde. Kommst du? Naja, ich bin halt nicht so schnell wie du, weißt du? Meine 100 Coins sind auch gleich weg. Muss ich ein bisschen Kartoffeln futtern. Ich hab Brot. Egal, renn weiter. Ja, guck mal, genau hier wollte ich auch lang gehen, Kevin. Genau hier wollte ich lang gehen. Ja. Doch, der Scheißwache, das Fleisch, was ja in jeder Ecke rumliegt. Ich mein's. So, ich muss gleich mal. Jetzt muss ich was essen, weil ich nur drei Hungerkeulen habe. Warte. Kannst vorrennen, Kevin, ich sehe dein Haus schon. Ich hab's so, ich reiß das Haus aber wieder ab, das ist irgendwie so nicht wie Gold. Okay, Kevin. Schauen, wie ich's dann baue. Interessant. Der Bob-Spawner ist. Ja, komm mit. Ich hab das Lager schon gebaut. Alter, was zur Hölle? Ja. Mobs verbrennen einfach mit der Sonne, wenn man den Hebel umlegt. Die kommen hier runter? Ja, muss ein bisschen warten, weil die spawnen. Hier siehst du sogar. Wir müssen gleich hier alle kommen. Wo sehe ich was? Guck. Wir gehen hier so hoch, gehen dann rüber. Die gehen da hoch und dann rüber? Was zur Hölle? Ja. Kev, was zur Hölle baust du hier? Ich hatte Langeweile und zweitens sieht's das, das ist wie so ein Schlachthaus. Die Dinger werden hier lang befördert, dann kommen sie da runter und werden abgeschlachtet. Guck, wie viele das sind. Wer haben die da? Die hängen da irgendwie. Sich. Die blocken sich gegenseitig. Nice. Puff Effekt. Nice Falle, Kevin. Oh mein Gott, hier ist ein Zombie rausgekommen. Noch eine. Ich muss die selber töten? Ja. Oh, ist doch so lange. Das Gute ist, ich kann auch okay in seine Kiste zugreifen. Das heißt, wenn irgendwas ein Spawner droppt oder so und die Kiste landet, dann kann ich einfach rausnehmen. Die Kiste ist unlocked. Hier kommt doch eh niemand drauf. So. Warte. Jetzt müssten ein paar kommen. Okay, da direkt ein Zaubertisch hier in der Ecke, gut. Yep. Muss ich noch mal eine Pistole dazu hier irgendwann wieder herholen? Du kannst aus meiner Kiste das nehmen. Okay, danke. Ganz oben hier, bei den Eisenblöcken. Ich hatte dafür 4 Eisenblöcke getroffen. Das ist das Gute. Hier, in der Kiste hier oben. Das sind noch meine Dias. Ich hab das Screenshot.
Wie hast du aufgeräumt hier drinne? Was ist das? Mach's immer so. Dann muss ich einfach nur Shift links klicken. Die hängen alle schon wieder fest in Ecke. Wenn du nichts mehr machst, drück den Hebel, dann verbrennen sie automatisch. Durch die Sonne und so. Okay. Ah, alles klar, Kevin. Bringt das dann auch noch? Ah ja, die droppen ja auch noch Items, ne? Ich will ja Level haben. Ja, das muss ich irgendwann bauen. Das ist jetzt nur zur XP-Farm, also. Ja. Okay. Mega interessant auf jeden Fall. Als YouTube-Content auf jeden Fall sehr gut geeignet. Aber das spawnen echt viele. Irgendwie hängen die da alle immer fest in der Ecke, kann das sein? Ja. Deswegen kommt hier nichts an. Kevin schlachtet die alle, bevor die bei mir ankommen. Kein Wunder, dass die nicht ankommen. Fuck. Ich hab von den Dingern gemobbt. Merk, sehe ich gerade dezent. Einfach mal hier ein Loch reingerissen, damit du nach oben kommst, Alter. Aua. Leute, hinten ist ein Skelett gespawnt bei deinem Verzauberungsding. Da gibt für mich immer noch keinen Sinn, warum das Skelett spawnt. Und der Bogen war scheiße, den ich getroppt hatte. Oh, fuck. Ey, du kannst auch gut Essen farmen. Oh, Kevin, jetzt ist hier eine ganze Menge an Zombies. Ja, ich weiß, jetzt kommen die auch alle. Okay, da kommt, das spawnt doch ordentlich was. Guck, hier befindet sich das Spawn auf der Silhouette. Gleich. Ich rotze alles weg. Kommt echt viel runter. Ah, ich bin nicht durch. So, wo warst du was? Da hinten ist der Spawner? Hier ist nicht Spawner. Hier unten, wenn du hier stehst, bist du direkt fast über den Spawnern. Interessant. Alle die ganzen Items, die fliegen ja alle kreuz und quer durch den ganzen Raum hier, ne? Ja, ich weiß, das muss ich noch bauen. Ich wollte es einfach nur, dass es am Anfang gut aussieht. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ich gleich noch einen zweiten Spawner bekomme. Nice, nice. Jetzt mache ich hier so lange, bis ich selber einen Spawner bekomme, dann baust du mir sowas bei mir nach. Kevin, das war jetzt eine ernsthafte Frage. Ey, was ist da los? Warum stacken die dort? Warum hast du sie eigentlich da unten gebaut? Ja, guck mal, die stacken noch gar nicht. Die gehen auch bei mir, gehen die jetzt hier hoch und dann geht die weiter. Also bei mir gehen die weiter. Guck, komm mal kurz hoch. Da siehst du hier alle Zombies, wie sie alle auf einem Fleck sind. Die stacken hier alle. Acken. Der Fleck muss es ein bisschen höher bauen, damit sie da auch rüberkommen. Hier, ich hab zwei Blöcke. Aua. Zombie. Achso, hier gehen die dann immer weiter. Lieferbahnarbeit. Ja, guck mal, dann hier werden die wahrscheinlich hängen. Immer. Interessant. Ja, wie es macht. Ich geh mal runter. Ja, mach mal. Alter, das sieht so übelst krank aus, Junge. Nur so ein Lager ist, aber die ganzen Zombies alle an so einem Fließband langlaufen. Scheiße. Ist frei gemacht? Nein, ich schlag mich immer wieder runter. Oh, zum Glück habe ich ja 4 Schwert. Was habe ich eigentlich für ein Schwert? Ach, schade, für 4 Unbreaking 3, okay. Na guck, ich hab doch gesagt, Alter, sobald wir so Spawner haben, so Mob-Spawning-Scheiße, da kriegst du das Geld einfach hinterhergeworfen. Das hat eigentlich jetzt schon kaum noch Wert, so richtig. Weil jetzt bekommen sie Dinge einfach nur noch immer wieder, immer gib ihnen hinterhergeworfen. Brauchst jetzt nur hier stehen und die Viecher immer wieder wegklatschen. Dadurch alles bist klar. Du, was das Geld betrifft, ziemlich hoch. Ein Villager-Spawner habe ich bekommen. Villager-Spawner, ja, du hast Spawn Villager, so ein Ei. Ja, von dem Villager-Ding. Wie hießen die Dinger? Villager-Zombie. Haben das ist mal die Top, einfach mal kurz gucken. Von 1. Ja, ich habe jetzt schon 3000. Ich muss jetzt auch irgendwie auf 5000 hochkommen. Und dann ist alles gut. Kevin, du hast schon wieder. Kevin, du hast schon wieder Stau. Ich komme schon wieder nichts an. Ja, warte. Kevin, ich sehe die ganze Zeit nur von A nach B wegfliegen, Alter. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum, Alter, dass ich da die ganze Zeit Zombies rumrennen. Ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Oh mein Gott. Der Kevin, Junge. Fuck, ich hab Mitarbeiter des Monats, Alter. Weißt du, siehst du die ganze Zeit da oben rumfliegen, Alter. Ich kümmere mich drum. Zombies kommen hoch, schlagen ihn weg. Das ist echt komisch, Alter. Die Items fliegen durch den ganzen Raum. Ja, das ist irgendwie, verstehe ich auch nicht. Oh mein Gott, das muss ich. Alter, wenn du ganz bisschen rumstehst, Alter, hast du ganz viele Spawner. Glaube ich, wenn du hier richtig einmal so richtig reingehst. Ganzen Tag hier verbringst, da hast du bestimmt ordentlich ein paar Spawner.
Was kann ich eigentlich mit Spawn Villager machen? Wollt ihr mit dem ich handeln kann? Ja. Du kannst einen Shop machen, dann zum Beispiel für uns. Ja, das geht so nicht. Das geht nicht, Enderman. Er kann es machen. Er könnte es machen, du nicht? Ey, das ist so ein Abfuck manchmal. Jetzt stacken die hier, was ist das für eine Scheiße? Kevin, hast du wieder ein paar Rohre verlegt oder was? Ja, wie immer. Okay. Komm, ich guck mal. Zombie, nicht sterben. Jetzt müsste es klappen. Jetzt müsste es klappen, oder? Ich guck mal, Kevin, ich bin auf dem Weg. Ja, es kommen welche, ja, es kommen welche an. Danke. Die sagen auch nicht mehr. Zum Glück bin ich hier gewesen, Kevin. Jetzt hast du schon wieder einen neuen Fehler behoben. Und dafür schuldest du mir nur einen eigenen Spawn. Ja, ich glaube, wenn du da ein bisschen farmst, kriegst du locker ein paar Spawner. Ja, das versuche ich hier gerade. Deswegen bin ich überhaupt hier, Kevin. Ich will eigentlich nur einen Spawner haben. Danach will ich mich wieder verpissen. Und du kommst dann mit und baust mir auch sowas. Das ist jetzt das Leichteste, was irgendwann. Es war. Also der Spawn-Bereich ist der leichteste, der Weg war ein bisschen schwierig und scheiße. Ja, warum baust du eigentlich so einen Weg? Kann man das nicht einfacher machen? Ja, ich wollte, dass es gut aussieht. Dass die oben einfach spawnen und dann so runterfallen, dann kommen die hier direkt rein. Hast du nicht hier so einen ewigen Weg? Ich meine, das sieht auch nicht so... Was soll das? Irgendwie voll nice, dass man es hier so sieht, wie die hochgehen. Ja, ich nicht, Alter. Ich will, dass sie in meiner Wohnung haben, die so ein... Es ist so, als würdest du zugucken, also wie, hast du so eine Wohnung, wo da irgendwie so ein Schlachtbetrieb nebendrüber ist, wo die ganzen Hühner durch deine Wohnung gehen. Ich weiß, und du weißt ganz genau nachher, wird dir den Kopf abgehackt, Alter. Ich weiß, das ist doch der Sinn. Kevin, Alter. Fiederst mich an. Fiederst mich einfach so richtig an manchmal. Ich meine, really? Jo. Das ist auf jeden Fall, jetzt werden jetzt auf jeden Fall die nächsten Folgen, wenn die interessantesten Folgen, die ihr jemals gesehen habt. Also dranbleiben. Rotus Spawner, Alter. Also, Enderman hat seine 5000, er könnte sich eigentlich jetzt schon ein Mending-Buch kaufen, Enderman. Ja? Du könntest ja schon ein Mending-Buch kaufen. Wollte ich. Warum solltest du? Oh, Smaragd. Also ich finde die Zombie-Villager eigentlich am besten. Die droppen echt viel. Hätte sie aber auch... Ja. Ich fühle mich, als würde ich hier nebenbei noch Eisen farmen. Ich hab 12 Baren in meinem Inventar. Hergekommen mit 3. Das ist nice. Ja, das kannst du noch so schön nebenbei machen. Kevin, was hast du halt alles kaputt? Nichts. Kevin, ich glaube, die Zombies stacken. Ah, ne, da kommt schon wieder einer. Da kommt jetzt alle. Nicht mehr stacken. Wir dürfen nicht mehr stacken. Wenn die stacken, kümmere ich mich drum. Gut. Schön wie ein Smaragd. Alter, die droppen ja nur Smaragd, kein Wunder, das überall so. So easy. Ja, Smaragde sind jetzt nicht wirklich gut, also. Ja, trotzdem. Also, ich weiß nicht, was du mit Smaragden jetzt anfangen würdest. Baue mir aus Blöcke und dann mache ich schöne Haussachen. Obwohl, aber... stimmt, Villager. Ja, oh moin, Alter, hab ich schon gleich die Eisenbahn fliegen sehen. Hä? Oh, die ist schon alle in deiner Kiste reingefallen, ey. Weißt du, was ich machen muss? Ja, da unten ist er drin. Kartoffel, hier in der Mitte. Wie viel Money habe ich denn jetzt eigentlich schon? Ich guck mal kurz. Cash Money. Oh, ich habe 300 Money gerade gemacht. Knapp. Na, fast sogar 400. Fast 400 Money. So, das ist in so einer kurzen Zeit. Das ist recht gut, oder? Ja, schon relativ stabil, würde ich mal sagen. Lauf extra nicht vorbei, dass deine XP nicht aufsammelt. Ich meine, hier hast du manchmal die Momente, wo einfach, wo die Zombies einfach nur runterkommen und kannst gar nicht so schnell schlachten. Manchmal ist halt einfach, da kommen gar keine so richtig. Das Geile ist, der Todesmechanismus, also wenn du nicht mal farmst, ist extrem effektiv. Mann, ich kann nicht reden. Ja, für die Items, ne, weil die noch Items rauchen in der Zeit. Ja, und ich kann nicht reden. Ich behehle, Alter. Ich drück nur den Hebel, warum kann ich nicht reden? Weiß ich nicht, Kevin. Schlimm mit mir. Ich hab das immer nur morgens, wenn ich gerade erst aufgestanden bin. Dass ich manchmal so einfach komplett Bullshit labere. Oder wenn ich zu müde bin, dann auch. Jetzt nehme ich auch in der Woche überhaupt nichts auf, Alter, weil ich dann einfach komplett RIP bin. Was Hirn und alles betrifft. Bin ich nur noch so richtige Kartoffel, Alter, wie sich immer so. Weiß ich gar nicht mehr selber, worüber ich rede. Weil ich da einfach eine Kartoffel bin. Erzähl, wo bist du? Bei Kevin. Ab, was für dich. Kannst ruhig zu mir kommen, Enderman. Okay. Kevin, ich klau mir jetzt ein bisschen Lapis dazu, ne? Ja, du weißt ja wohl. Bei Kevin, wo bist du zu Hause? Wo denn wohl? Auf der anderen Seite, oder? Wenn du vor meinem Haus stehst, also wenn du bei mir rauskommst. Rechts. Rechts. Also da, wo du Penisse gebaut hast, da, von da ungefähr.
So many Items. So, jetzt erstmal meinen Spitzhacken verzaubern. Mal gucken, was ich bekomme. Rein damit und ein bisschen dazu, wo ist ein bisschen dazu? Das ist ein bisschen dazu. Auf Stufe 26 kann ich das bloß verzaubern. Was? Also auf 30 gibt's hier nicht. Kevin. Warte. Ich hab das schon mal ausprobiert. Ich hab da meine Axt verzaubert. Ich hab aber noch zwei Bücher. Egal, warte. Alles nicht voll sein. Irgendwas. So, jetzt. Versuch mal jetzt. Ich hab jetzt kein Item, was ich verzaubern konnte. Bin noch schnell hier eins von mir. Ja, also. Ich komm nicht drauf, Kevin. Merkst du was? Ja, merkst du was? Ja, jetzt geht's gar nicht auf 30. Okay, danke, schön. Effizienz 4 und... Ja, nur Effizienz 4. Wow, nice. Nächste. Unbreaking und Fortune 2. Okay, das ist schon besser. Das ist schon viel besser. Kevin, ich will jetzt hier was geben. Liebe? Anderman, willst du mir jetzt Liebe geben? Warum nicht? Soll ich hochkommen? Bist du jetzt bei Kevin, oder? Anderman. Ja. Okay, ich komm hoch. Anderman. So, weil du ja noch da bist, spawnen noch Zombies. Ja, das ist der Vorteil, weil ich eh jetzt immer bauen werde, wenn die Zombies ganze Zeit ganz schön viel sein. Ich muss den Sound schon ausmachen, weil es mich genervt hat. Was geht? Was geht? Was hast du denn? Gras, denn ernst? Den ganzen weiten Weg für Gras? Gras. Das ist besonderes Gras. Nimm's doch! Ich will's nicht. Alter, das doch. Ist Rasen, Junge, was soll ich mit Rasen? Wie hast du es genannt? Weed. Anderman, Junge. Manchmal wundere ich mich, ist er wirklich schon so alt oder ist er nur 12? Mit Stimmverzerrer. Das ist so die Frage, die ich mir manchmal stelle bei dir, Alter. Verzerrer. Der einzige Führerschein, den er hat, ist für diese komischen kleinen roten Bobbycars, mit denen du fahren kannst. Aber hier muss ich rein. So, Zombies. Töten.